Hallo und herzlich willkommen zum Wochengruß vom Sonntag, den 15. Mai 2022. Und du siehst, wir sparen hier nicht an Mühen und Kosten und haben jetzt neuerdings hier auch analog animierte Titel. Und du siehst auch, dass dieser Wochengruß vom Sonntag aus der Jablonskistraße heute Montag vom Webinarsofa in der Hiddenseerstraße kommt. Ach ja, gestern ging der dritte Block der Coaching-Ausbildung zu Ende. Es ging lange, es war sehr schön, wir saßen hinterher noch zusammen, es gab Gespräche, es wurde länger und da war dann irgendwie nicht mehr die Stimmung, diesen Wochengruß aufzunehmen. Es ist, das zu erleben, so eine Woche, also 5 Tage jetzt mit all den Leuten in der Jablonskistraße zu erleben, wie da jeder an sich arbeitet und wir einander unterstützen in der persönlichen Entwicklung. Es ist sehr schön, es ist sehr erfüllend und es ist auch ein kleines bisschen anstrengend manchmal, so dass dann, wenn die Pause hinterher zwischen dem Seminar und dem Wochengruß zu lang ist, dann kommt so ein tiefer Entspannungszustand und dann wollte ich mich nicht nur vor die Kamera setzen und so in die Welt senden. Ich habe aber auch wieder gemerkt, in diesen 5 Tagen, das, was wirklich die Veränderung macht, das, was eigentlich das Entscheidende ist auf dem Weg zur persönlichen Entwicklung, das ist wirklich die Gruppe. Das ist die Wirkung. Ich denke mal an diesen Satz von Cesar Millan, dem Hundeflüsterer, der ja ganz wunderbar mit Hunden, die irgendwelche Merkwürdigkeiten haben, umgehen kann. Und bei besonders schwierigen Fällen hat er dann den Hund immer mit zu sich genommen in sein Dog Training Center, weil er sagt, da wo er nicht mehr weiterkommt mit dem Hund, da schafft es dann das Rudel, die Macht des Rudels. Und du weißt, wir sind als Menschen soziale Wesen. Ein Mensch alleine ist quasi nicht denkbar, ist nicht überlebensfähig. Du weißt vermutlich auch, dass ich einer von denen bin, die das Individuum wirklich hochwürdig. Ich halte das für eine der Grundlagen unserer westlichen, unserer jüdisch, christlich, griechisch, römisch, abendländischen Kultur, das Individuum zu würdigen, aber alleine den ganzen Weg zu machen, das ist sinnlos. Alleine wird man verrückt. Darüber geht auch mein übernächstes Webinar, worum es geht. Und ich glaube, die Besonderheit, die die Welt uns heute bietet, ist, dass wir halt im Gegensatz zu vielen früheren Zeiten nicht mehr davon abhängig sind, in welches Rudel wir hineingeboren werden, in welche Schicht, in welche Gruppe, in welchen Bekannten, Freunde, sonst irgendwas Kreis, sondern wir haben heute mehr als das jemals der Fall war, wirklich die Möglichkeit, unser Rudel frei zu wählen und mit den Leuten zu umgeben, wo man das Gefühl hat, die bringen mich jetzt weiter. Das ist meine, ich will nicht sagen Familie, um Gottes Willen, nein, dafür würdige ich die Familie, die echte Familie ist viel zu sehr, aber der Kreis von Gleichgesinnten, gerade in den letzten beiden Jahren Corona hat sich das so wichtig herausgestellt, dass man Kontakt hat zu Leuten, wo man gesund bleibt, seelisch, emotional, alles das. Okay, und das war die Woche Coach-Ausbildung der Blog und deswegen kommt der Wochengruß vom Sonntag heute am Montag. Und diese Woche, das ist die Woche der Entscheidung oder der Entscheidungen, das muss ich gleich mal zu Anfang sagen. Heute endet der Frühbucherpreis für den Modeling-Trainer. Heute kannst du ihn noch buchen für 600 Euro weniger, als er dann regulär kostet, also online 2300, Präsenz 2600. Morgen endet der Frühbucherpreis für den Modeling-Practitioner. Da kannst du nochmal buchen für 250 Euro günstiger verglichen mit dem regulären Preis. Und am Samstag endet dann der Frühbucherpreis für das Erlebniswochenende. Da geht dann der Preis von 99 Euro auf 149 Euro. Die Woche der Entscheidungen, 3 große Entscheidungen. Am besten du nimmst alles 3. No? Dann bist du voll versorgt. Und wenn du jetzt sagst, wie sollst du das hinkriegen, kann ich dir nur eine gute Nachricht sagen. Ich bin ja auch bei allem dabei. Also ich schaffe es ja auch irgendwie, dass ich sowohl im Practitioner als auch im Trainer als auch zum Erlebniswochenende komme. Okay? Ich schicke nochmal heute für den Trainer und den Practitioner eine E-Mail raus und am Wochenende kommt dann nochmal eine für das Erlebniswochenende. Ja, letzte Woche kam Dienstag der Podcast raus mit Evi und mir zum Thema Humor. Da haben wir so ein bisschen durchgegangen, wie man das ganze NLP in einen Witz darstellen kann. Du kennst ja unsere Podcast-Seite. Steht auch drunter unter diesem Video der Link.
Donnerstag hatte Caroline ein wunderschönes Webinar zum Thema Ankern. Auch das findest du noch bis nächsten Donnerstag auf unserer Webinarseite. Am Samstag kam der Newsletter 255. Ich bin schon stolz auf diese inzwischen echt lange Liste von Newslettern. In diesen Newslettern steckt wirklich viel Arbeit inzwischen. Also ich denke mir, ungefähr jede dritte Woche lohnt sich das wirklich, da mehrere Stunden zu investieren, diesen Text zu überlegen, zum Teil zu recherchieren, zu schreiben, ihn zu korrigieren, zu überarbeiten, ist auch klar. Dann geht er an eine Reihe von Testlesern, die geben mir Feedback. Gestern Abend zum Beispiel ging es über den Newsletter, den ich für nächste Woche eigentlich schon geschrieben hatte, der gar nicht gut ankam, muss ich mir ehrlich sagen. Also das Feedback war, Ralf, großartige Idee, aber man versteht es nur, wenn du es erklärst. Das heißt, ich werde heute oder morgen den Newsletter nochmal einmal komplett neu schreiben. Die Version, die du dann nächsten Samstag im E-Mail-Postfach hast, ist dann schon wieder eine, die komplett anders ist als die, die ich im Augenblick geschrieben habe. Vielleicht gebe ich mal irgendwann Deleted Letters oder sowas raus, die vielen nicht geschriebenen Newsletter von Ralf Stumpf Seminare, und dann kannst du dir ein eigenes Bild machen. Der Letter also letzte Woche über individuelle und kollektive Freiheit. Es ist ja bei mir so, dass es immer bestimmte Themen gibt, die mich dann über eine bestimmte Zeit, über bestimmte Wochen und Monate begleiten und die dann überall drin sind, im Podcast, im Webinar, im Wochenende, im Letter. Und jetzt auch noch im Nachklang dieser zwei Corona-Jahre wurde bei mir Spiral Dynamics, die Graves Level, wurde immer wichtiger in meinem Bewusstsein und hat sich wirklich mehr und mehr hochgearbeitet. Ich habe mich intensiv mit dem Modell beschäftigt, habe es ähnlich wie mit den logischen Ebenen und mit Psychografie und ELP von Dietmar Friedmann für mich nochmal aufgelöst, mir die Teile einzeln angeschaut, das Ganze neu zusammengebastelt. Ich hatte, die läuft noch eine kleine Gruppe von 20 Leuten, mit denen ich da bestimmte Konzepte diskutiere, bestimmte Konzepte vorstelle. Und du merkst vermutlich auch, dass dieser Spiral Dynamics Blick auf die Welt jetzt gerade in allem, was ich outputte, mehr wird. Und die wichtigste Unterteilung in Spiral Dynamics ist ja diese Unterteilung zwischen den beiden Seiten, individuell und kollektiv, Selbstausdruck und Selbstaufgabe. Und darüber geht der letzte Letter, dieser Unteilbar, wo halt die Frage ist, woher kommt das Individuum, was ist die Idee von Kollektiv, wie weit bezieht sich beides aufeinander, womit geht die Geschichte los. Und am nächsten Samstag, im nächsten Letter, im 256er, geht es dann auch darum, da geht es dann um die beiden Freiheiten, die individuelle Freiheit und die kollektive Freiheit und was das bedeutet. Und weil ich das Thema so wichtig finde, ist es auch das Thema vom Erlebniswochenende. Auch da geht es darum, jetzt intern gesagt, falls du schon ein bisschen Ahnung von Spiral Dynamics hast, es geht um den Schritt von grün nach gelb und so einen kleinen vorsichtigen Blick auch nach Türkis, dass man das ein bisschen reinspitzt, wobei ich überhaupt nicht den Anspruch erhebe, dass dieses Wochenende nach Türkis führt, überhaupt nicht. Also ich wäre selber froh, wenn ich erstmal wirklich so richtig in der gelben Stufe ankomme. Und du musst für das Wochenende auch überhaupt keine Vorkenntnisse haben für Spiral Dynamics oder für NLP. Du kennst es vielleicht von dem letzten Erlebniswochenende oder von dem Modeling-Online-Wochenende. Das ist mir ja gerade wichtig, ist diese Konzepte, mit denen ich arbeite, NLP, Psychografie, ELP, Spiral Dynamics, so zu verwenden, dass sie halt wirklich komplett alltagstauglich sind. Das heißt, ich garantiere dir, wenn du da mit irgendwelchen Freunden hinkommst, die überhaupt keine Vorahnung von NLP und diesen ganzen Methoden haben. Es wird komplett in normaler Sprache stattfinden, normale Übungen mit normalen Leuten. Ich hoffe eigentlich, dass man es gar nicht so sehr merkt, dass da diese ganzen Konzepte im Hintergrund, im Untergrund sind. Und gleichzeitig will ich natürlich für die Leute, die mehr Ahnung davon haben, schon auch das ein bisschen aufdecken. Ich bin ja der große Aufdecker im NLP. Und darum wird es, wie auch letztes Mal schon im Skript, vermutlich hinten noch eine Seite geben, wo ich dann so durchgehe bei den einzelnen Techniken und Übungen, bei dem Seminarkonzept und das so ein bisschen aufdrösele, was da jetzt an Spiral Dynamics dahinter steht, was dahinter steht psychografisch, was dahinter steht vom NLP. Und es kann auch durchaus sein, dass ich vielleicht nach dem Erlebniswochenende dann nochmal ein Webinar mache oder einen Podcast, wo ich aufdecke, wie das Ganze gebaut ist. Für mich ist ja so ein Wochenende wie das Erlebniswochenende im Grunde ein
NLP-Format, also ein von A nach B. Es beginnt am Samstag um 10 Uhr und geht über 2 Tage und endet am Sonntag um 18 Uhr. Und diese Gesamtzeit ist für mich ein Format, ist für mich ein Prozess und dazu gehört alles. Dazu gehören auch die Pausen, die Leute. Das Ganze drumherum ist eine Inszenierung, die eine bestimmte Veränderung erleichtert. Ich maße mir nicht an zu sagen, ich mache die Veränderung, aber es erleichtert die Veränderung. Und in dem konkreten Fall geht es halt darum, sich aus den grünen Verstrickungen zu lösen, also aus den grünen Anhaftungen, aus den grünen Verschmelzungen, vor allem auch die emotionalen Verschmelzungen, Angst und sowas ist Themen, in die gelbe Freiheit zu gehen, von Gelb Second Tier dann auch wählen zu können, womit will ich mich identifizieren, womit will ich verschmelzen, wovon will ich mich differenzieren, wovon will ich mich lösen. Und dann, wie gesagt, so aus dem Augenwinkel einen Blick zu werfen in die türkise Welt. Wie wäre das, diese Art von Gemeinschaft eingehen zu können? Wobei das soll dann wirklich so ein Zukunftsbild sein, ohne Anspruch, das dort zu erreichen. Was du dort erreichen wirst, ist, dass du viele spannende Menschen triffst, weil es ist klar, die sich dort treffen, sind auch in dieser Art unterwegs. Was da auch ein bisschen dazugehört, ist, dass ich mehr und mehr merke, auch durch Podcasts und Videos und Bücher und so weiter, die ich selber halt jetzt genieße, an denen ich mich freue, was in den letzten 2 Jahren mir wichtig geworden ist, wie wichtig gute Laune, Zuversicht und Optimismus sind. Und dazu entstand ein spannendes Gespräch vor ein paar Tagen, wo es um die Frage ging, ob der Optimismus jetzt eigentlich mehr ein Gefühl ist, was sich auf die Gegenwart richtet oder auf die Zukunft. Also ich war der Meinung, Optimismus richtet sich primär auf die Gegenwart. Mein Gesprächspartner war der Meinung, nein, das ist voll eigentlich so die Idee, es geht gut aus. Dann habe ich natürlich gegoogelt und bin in die Wikipedia, weil man geht ja immer in die vertrauenswürdigsten Quellen und Wikipedia ist ja die 1A-Quelle für alles. Also okay, Scherz beiseite, es gibt Themen, da ist Wikipedia wirklich eine gute Quelle. Und habe den Artikel über Optimismus gelesen und fand dort die salomonische Lösung. Es ist beides. Es gibt den Optimismus, der sich auf die Zukunft richtet und es gibt den Optimismus, der sich auf die Gegenwart richtet. Ich frage mich natürlich, warum gibt es keinen Optimismus, der sich auf die Vergangenheit richtet. Wie auch immer. In dem Text war auch das Zitat gebracht von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem ich natürlich verbunden bin, weil das Gymnasium, auf das ich ging, war das Leibniz-Gymnasium in Altdorf bei Nürnberg, weil an der dortigen Universität Leibniz mal irgendwann reingeschaut hat und guten Tag gesagt hat. Also jedenfalls Leibniz, mit dem kann ich eh was anfangen und von dem ist ja der berühmte Satz, dass er meinte, rein logisch gedacht, die Welt wäre die beste aller möglichen. Und seine Begründung war damals halt noch sehr im christlichen Gedankengut verhaftet, dass wenn Gott, der ja vollkommen und allmächtig ist, die Welt schafft, dann wäre es für Gott als vollkommenen und allmächtigen Schöpfer einfach unmöglich, eine Welt zu schaffen, die weniger als vollkommen ist. Und drum meinte Leibniz, dass die Welt mit all ihren Schwächen, die wir wahrnehmen, mit all dem Leid, dann trotzdem doch die beste aller möglichen wäre. Mit anderen Worten, wäre sie besser, wäre sie schlechter. Steile These. Und aber auch schön. Trotzdem steile These. Und wenn ich sowas höre, denke ich mir, das will ich jetzt überprüfen, ob das ist. Und du weißt ja, kennst ja vermutlich auch meine Idee von Zeitspielen, von Spielen mit der Timeline. Und ich habe dann überlegt, mache ich eh öfter, dass ich mir die Frage stelle, kenne ich irgendjemanden in Gegenwart und Vergangenheit, wo ich sage, mit dieser Person würde ich gerne komplett mein Leben tauschen. Mit allem, was da drin ist, mit allen Freuden und mit allem Leid dieser Person. Ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, noch niemanden gefunden. Also ich kenne viele Menschen, wo ich sage, ja, das und das würde ich von dem gerne übernehmen. Andere Sachen lasse ich bei dem. Jetzt habe ich mir mal überlegt, einfach so rum gezufallt. Wir haben das Jahr 2022 in Deutschland. Und angenommen, du wärst heute 35 Jahre alt und haderst ein bisschen mit manchen Sachen, die im Augenblick gesellschaftlich, politisch, Umwelt, Klima, Unterdrückung, Politik, Freiheit, nimm dir irgendwas. Und jetzt mal einfach als zufällig und leicht zu rechnende Zahl, 50 Jahre früher. Das wäre 1972 gewesen, also 1972, 35 Jahre alt. Okay,
großer Unterschied könnte sein, Westdeutschland, Ostdeutschland. Aber wenn du jetzt sagst, naja, okay, die 70er Jahre, gerade im Westen, ich bin ja auch ein Wessi aus Nürnberg, die 70er Jahre im Westen, hey, da war Freiheit, das war noch der Schwung der 68er, da war irgendwie Optimismus, Zukunft, da war Wettrüsten, da war Nachrüstung, da war Atomwaffen, da war Kalter Krieg. Aber vor allem, wenn du 1972, 35 Jahre alt bist, dann bist du 1937 geboren worden. Und wenn du 1937 geboren worden bist, weißt du, wie deine Kindheit war, wie deine ersten Jahre waren. Ey, du kommst mitten in den Zweiten Weltkrieg rein, erlebst diese ganzen Schrecknisse und auch nicht unbedingt vielleicht so attraktiv, dann wärst du heute 85 Jahre alt. Dann wärst du, wie diese ganze Geschichte losgegangen ist mit Corona, zum 81, 83 Jahre alt gewesen, hättest vielleicht 2 Jahre lang deine Enkel nicht sehen können, wärst in irgendeinem Heim eingesperrt gewesen, wärst in ständiger Angst gewesen, dass dir was passiert. Also wenn ich mir die Gesamtliste angucke, muss ich sagen, wow, ob das so viel besser ist. Ich greife mal richtig tief in die Kiste und 2022, jetzt heute, Ukraine, da ist es echt nicht lustig. Und angenommen, du wärst heute in der Ukraine 50 Jahre alt, wo man sagt, ja, schlimmer geht's ja nicht. Und wir beamen die 50 Jahre zurück, dann bist du 1972 50 Jahre alt in der in der Sowjetunion, weil damals war das die Sowjetunion. Brezhnev war damals Staatsratsvorsitzender. Ukraine ist voll mit Atomwaffen. Die Großmächte stehen bis an die Zähne bewaffnet sich gegenüber. Die Welt ist gefühlt am Abgrund, aber es wird noch besser, wenn du 1972 in der Ukraine, also in der Sowjetunion 50 Jahre alt bist, dann bist du 1922 geboren dort. Das ist das Jahr, in dem Lenin Chef der UdSSR wurde. Ein paar Jahre später wird Stalin sein Nachfolger. Du erlebst dann erstmal, wenn du 10 Jahre alt bist, den Holodomor. Das ist diese unfassbare Hungersnot in der Ukraine. Und etwas später kommt dann der Zweite Weltkrieg, wo die Wehrmacht einmal quer durchs Land läuft und unfassbar viel Leid verursacht. Und auch das noch als Fußnote. Wenn du damals geboren worden wärst, wäre deine Lebenserwartung ungefähr 69 Jahre alt gewesen. Das heißt, gestorben wärst du dann 2006. Das war mitten in der Orangen Revolution in der Ukraine. Also, ich will nicht vergleichen, ich will nicht aufrechnen. Ich will nur sagen, wenn du dir eine Excel-Tabelle machen würdest, ich habe das gemacht, wo zum Beispiel zufällige Jahreszahlen kommen und du dir überlegst, und zwar wirklich mit der gesamten Lebensspanne von Anfang bis Ende, wie wäre dein Leben gewesen in dieser Zeit? Ich glaube, wenn du ganz gründlich recherchierst und dich mit Geschichte beschäftigst, dann kämst du vielleicht drauf, dass es irgendein Jahr gab, was weiß ich, 1853 in irgendeiner Schweizer Kleinstadt, wo du sagst, da hätte ich ein schönes Leben. Das kannst du auch Lotto spielen, das ist der Lotto-Sechser. Außerdem finde ich auch immer wichtig, sich bei solchen Überlegungen klarzumachen, wenn du heute normaler durchschnittlicher Mensch bist, also nicht irgendwie Multimilliardär oder Adelsfamilie, dann musst du dich auch natürlich rückblickend vergleichen mit Leuten, die normal gelebt haben, die Handwerker waren, Bauern, Lehrer, irgendwie soweit, also halt normale Menschen. Und da habe ich viel gelernt durch die Bücher von dem Hans Rosling. Factfulness heißt das berühmte Buch von ihm, wo er sagt, und jetzt komme ich wieder zum Optimismus zurück, wir hatten noch nie in der Geschichte der Menschheit, global, weltweit, so ein gutes Leben wie im Augenblick. In jeder Hinsicht. Gleichberechtigung, Bildung, Ernährung, Reichtum, es gibt kaum noch Hunger, selbst Krieg und Frieden, selbst Gewalttätigkeit. Alles ist auf dem höchsten Stand, den wir je hatten, wobei man dazu sagen muss, die letzten beiden Jahre Corona haben eine gewisse Absacker gemacht. Das war jetzt nicht so günstig, hat uns vielleicht ungefähr 10 Jahre zurückgeworfen. Aber auch das im Rahmen von 50 oder 100 Jahren ist ein kleines Zuckerchen. Und daher nehme ich ehrlich gesagt meinen Optimismus, dass trotz der ganzen schaurigen Zukunftsszenarien, die im Augenblick gebracht werden, es wird gut weitergehen, es wird gut ausgehen. Allerdings bin ich auch ehrlich genug zu sagen, davon, dass man einfach nur mitmacht und es laufen lässt, vielleicht nicht. Also es wäre schon eine gute Idee, irgendwas beizutragen. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Lob des Individuums. Ich glaube, es beginnt bei einem selber. Die Welt wird besser, wenn wir alle an uns arbeiten, wenn wir direkt anfangen, also mit sich selber, mit den Lieben, mit der Familie, mit Freunden, und dann werden die Kreise immer größer. Ich bin kein Freund davon, dass man
hier in Deutschland sitzt und sich schlecht fühlt wegen Menschen, die irgendwie tausende von Kilometern weit weg sind, die man nicht kennt, über die man überwiegend Projektionen hat. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, die vor Ort sind oder vor Ort waren, dass dann noch ganz viele von meinen Bildern zusammenbrechen. Ich glaube, Henry Kissinger meinte mal, um sich einer Sache ganz sicher zu sein, muss man entweder alles von ihr wissen oder gar nichts. Das mit dem gar nichts ist einfach, um Gottes Willen, das wird der längste Wochengruß aller Zeiten. Also, ich gucke vor in die nächste Woche. Nächste Woche ist Dagmar Ling-Woche. Am Dienstag kommt ein Podcast, den Dagmar und ich aufgenommen haben über den Swish. Und am Donnerstag kommt ein Webinar von Dagmar Ling über den Swish. Die Reihenfolge ist ein bisschen komisch, weil am Donnerstag im Webinar wird sie den Swish erklären, so richtig fundiert von Anfang an. Und am Dienstag im Podcast reden wir bereits über fortgeschrittene Swish-Anwendungen. Aber das Gute ist ja, dass der Podcast für immer auf der Podcast-Seite steht. Und gerade wenn du jemand bist, weil ich wende mich ja hier überwiegend an Leute, die die Ausbildung bei uns gemacht haben, wenn du den Swish schon kennst, dann kannst du mit dem Podcast sehr gut anfangen, weil es geht dann halt um Anwendungen, Vertiefungen. Genau. Der Podcast die Woche darauf, übrigens, da will ich, weil ja so viele Fragen immer kommen und ich habe die Zeit, einfach nicht diese ganzen E-Mails einzeln zu beantworten, da werde ich mal wieder so einen Frage-Podcast machen, wo ich quasi liegen gebliebenes und offene Loops und so weiter alles das zurechtfädele. Wenn du da Fragen hast, schickst du mir einfach per E-Mail, dann schaue ich, ob ich sie irgendwie einbauen kann. Genau, dann haben wir alles. Ich bin durch. Cool. Das war der Wochengruß. Moment, jetzt kommt noch der nächste analog animierte Titel. Das war der Wochengruß von dieser Woche, vom Sonntag, dem 15. Mai. Nächste Woche ist wieder einer. Wir sehen uns am Dienstag im Podcast, am Donnerstag im Webinar, am Samstag im Newsletter. Ich meine, wir sehen uns da nicht, aber wir kriegen voneinander Kontakt. Mittwoch geht der Modeling Master los. Der zweite Block, könnte man sogar noch einsteigen. Da sehe ich dann zumindest einige von euch in echt, in der Jablonski-Straße oder auf Zoom. Und nochmal die Erinnerung, Woche der Entscheidung, heute Frühbucherpreissprung Trainertraining, morgen Frühbucherpreissprung Modeling Practitioner, Samstag Frühbucherpreissprung zum Erlebniswochenende. Und ich schließe mit diesem wunderbar von unten so reinfädeln. Siehst du, ist das genial? Guck dir das an. Jetzt, ich muss das noch gerade halten. Moment, und das ist unser Schlusstitel. Und damit verabschiede ich mich bis nächste Woche zum Wochengruß. Tschüss!